Und es ist der zweite Tag, Leute. Schönen guten Morgen an alle. Und zwar machen wir jetzt direkt einen Formcheck. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen, dementsprechend sehe ich auch noch aus. Der Florian sieht besser aus. Das gucken wir uns jetzt mal an. Gemacht über Nacht. Okay, Vierteldrehung. Yes, sehr schön. Und Vierteldrehung. Das ist jetzt natürlich interessant. Jawohl. Stark. Stark. Ist nichts mehr. Nichts mehr an Fett, nichts mehr an Wasser. Top. Vierteldrehung. Yes. Geil. So. Seitlich los. Das ist jetzt nicht klar. Guck mal. Arsch, jawohl. Boah, jawohl. Beste. Richtig stark. Prinzips. Ja, oder so. Prinzips hab ich nicht. Hast du nicht? Doch, hab ich schon. Nein. Auch gut so. Also das ist top. Das reicht vollkommen aus. Ja, perfekt. Perfekt. Ist optimal. Hast du dich schon auf die Waage gestellt? 91,3. Perfekt. Können wir genug essen? Und falls es doch irgendwie abgefragt wird, Jan wollte die Trizeps. Ich will es einfach sehen. Nur mal sehen. Okay. Atmen, ausatmen, einatmen und einatmen, ausatmen. Ja, oder was? Mich. Habe ich mir hier gerade meine Schale auf die Waage platziert. Jetzt könnt ihr sehen, das sind meine Quaker Oats. Die müssen wir auch gar nicht wiegen hier. Ich habe die hier gekauft. Das ist tatsächlich diese kleinen Packungen. Ja, die sind schon gewogen. Traumhaft. Natürlich auch mit den Büchern. Mache ich mir jetzt mal. Eigentlich habe ich mir die auch nicht gekauft, weil die schwingen, sondern hier stehen drauf 360 Gramm und ich muss hier dreimal frühstücken, also eigentlich muss ich viermal frühstücken, aber dreimal will ich clean frühstücken und einmal will ich unclean frühstücken und ich frühstücke immer 120 Gramm Rice Meal normalerweise, aber ich habe kein Rice Meal mitgenommen, weil ich in Mittag gewinnt fliege und das ist nicht limitiert, das ist ganz gut. Ich kaufe dreimal 120, perfekt, definitiv. So. Es wird geladen. Erste halbe Kilo Reis kommt jetzt hier rein. Meine Mahlzeit ist jetzt schon drin. Heute Morgen gab es Rice Meal. Hier wird jetzt gerade gepreppt. Zweite Kilo, beziehungsweise das zweite halbe Kilo Reis. Ja, erstmal ein Kilo Reis für heute und ein Kilo Chicken und Spargel. Irgendwie noch ein paar Nüsse, ein bisschen Obst. Dann haben wir so 6, 7, 8 Meals. Und damit sollte das alles klappen, heute schön voll zu werden.
Was hier jetzt, Cardio oder was? Ja, aber ein bisschen Bewegung muss auch sein. Ein bisschen spazieren gehen, ne? Ja, von mir aus können wir da auch mal rechts runter gehen. Also sonst sind wir immer da lang gegangen, weil da geht's zum Einkaufsmannsladen. Aber von mir aus können wir gerne... Oder wir gehen links und dann rechts hier rein. Ja, das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Ja, die sind ganz entspannt aus. Die letzten Schritte vor der Waage heute. Yes. Soweit alles top, oder? Ja, ich fühle mich gut. Ja, gibt's noch ist eigentlich Laden? Alles. Lademahlzeit, ne? Ja, gleich eine Mahlzeit noch essen, dann einmal wiegen. Auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht zu schwer werde, ne, vor der Waage. Und danach ist alles easy. Aber wir hatten ja heute Morgen auch ein ganz gutes Gewicht, ne? Ja, 91,3, also 1,7 Kilo über, beziehungsweise unter dem Gewichtslimit. Also es ist jetzt wirklich eine relativ entspannte Nummer. Ja. Ich fühle mich auch gut, ich habe gut gepennt. Jan hat auch gut geschlafen. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Also die Unterkunft ist echt mega. Es ist halt nur schweinekalt hier in England, also im Vergleich. Aber ich glaube, in Deutschland hat es jetzt auch geschneit, habe ich so gehört. Ja. Also wir haben jetzt taktisch das Ganze so gemacht, dass wir gestern Abend schon ein bisschen mehr Wasser rausgemacht haben. Und heute dadurch uns im Prinzip erarbeitet haben, ein bisschen mehr essen zu können. Ist auf jeden Fall sehr geschickt und auch angenehmer für dich, ne? Ja, ja. Stressfrei. Jetzt auf Krampf den ganzen Tag nichts zu essen, nur um die Waage zu schaffen, ist halt dumm insofern, weil wir halt ja auch noch eine Menge laden müssen. Du bist ja am Samstag schon um 11.30 Uhr dran, das ist ziemlich früh. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir noch genug essen können heute und genug Substanz haben. Genau, jetzt wird erstmal ein bisschen die Füße vertreten werden sich jetzt und dann gibt es heute Abend ja auch noch Farbe. Ja, wie gesagt, also ich trainiere meistens länger als 2 Stunden und da ist es halt von der Zeitaufteilung her in dem Level, sage ich mal, echt muss man schauen, was man am besten macht, was man am besten plant, damit man halt auch produktiv bleibt und jetzt nicht den ganzen Tag nur mit Training, Essen zubereiten, Cardio verbringt. Also es ist für dich eigentlich auch, obwohl du das jetzt immer frisch gekocht hast, für die Zukunft besser alles vorzubereiten. Ja, ich werde jetzt in Zukunft auf jeden Fall die Meals mittags oder so nach Arbeit komplett einmal fertig machen oder abends alles verpacken. Es ist einfach von der Zeit her wesentlich besser. Also da kannst du so viel Zeit sparen. Ich koche sonst immer frisch, normalerweise jede Mahlzeit eigentlich. Aber das ist wirklich tausendmal einfacher. Ist so. Ja, ist bei mir aber auch so. Guck mal, zum Beispiel wie jetzt gerade, ich merke so einen leichten Unterzucker. Ich bin saufroh, dass ich mein Essen jetzt im Kühlschrank habe gerade. Ja. Weil wir kommen nach Hause, ich mache das warm, esse das. Wenn ich jetzt noch kochen müsste, es gehen oft Sachen schief, wenn man nicht vorbereitet ist. Also wenn du nicht planst. Ne? Beispiel, dein Auto bleibt irgendwo liegen oder so und du hast kein Meal Prep gemacht, weil du sagst, naja, wenn ich nach Hause komme, koche ich frisch. Ja, dann sitzt du auf dem scheiß ADAC. Ich persönlich esse dann mein Essen, weil ich es dabei habe. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, wenn dir was dazwischen kommt, ist Meal Prep halt einfach der Game Changer, definitiv. Ja, und halt auch nach dem Training, wenn du nach dem Training schnell deine Mahlzeit reinkriegen musst, weil, ne, enhanced und hin und her. Zweiter Peak, Stichwort, ne? Ja. Genau, zweiter Insulin-Peak. So, dann ist es einfach das Beste oder direkt halt nach dem Cardio, dass du halt sofort alles am Start hast, ne? Ja, sehe ich genauso. Skullface am Start. Was gibt's hier gleich noch? 2 Donuts. Ja, Gewicht ist jetzt gerade noch mal ordentlich gedroppt. Nach unserem Spaziergang haben wir uns kurz auf die Waage gestellt. Wir sind jetzt bei 90,8, glaube ich, ne? 90,3. Haben also noch eine Menge Luft und jetzt gerade schon mal entschieden, ein bisschen schöne Sachen dazu zu nehmen. Wir haben noch einen Tee zum Trinken, also kompletten Trinkstoff haben wir nicht gemacht. Läuft alles extrem gut. Aber wir müssen auch nachladen. Ein bisschen nach unten ist besser. Ja, genau. Es gibt noch ein paar Bilder. Und wir warten gerade aufs Taxi. Es geht jetzt zu Alex und zu Chris. Wir wollen noch zusammen ein bisschen Content machen. Und werden uns jetzt in deren Unterkunft begeben, bevor es dann gemeinsam zur Waage geht. Aber die packen wir auf jeden Fall ganz locker. Mahlzeiten sind dabei. Bin ganz entspannt.
Guten Tag. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Formcheck. Mindestens 7 Wochen weiter reden. Obwohl, du bist nicht unserer Klasse. Egal. Trotzdem, die Gegner werden immer demoralisiert. Ey, Trockenbisse. Gut. Alles gut. Arsch ist auch komplett durchgestreift. Also ich glaube, da so im Unterkörper hätte man nicht mehr viel. Aber du hast oben so Schießstein. Hast du wenigstens eine Verletzung? Nein, eigentlich nicht. Weil du, wenn du das jetzt siehst, hier hast du viel mehr Rot drauf als da. Ja, das Licht ist auch noch ein Winkel drin. Ich schränke ihn heute Abend nochmal komplett ein. Ja. Dass du, kannst du links mal ein bisschen den Ellenbogen? Mach mal andersrum. Stell dich mal hier und lass von da gucken. Ja, die Kamera ist jetzt. Du stehst gerade. Oh! Oh. Schade, hab ich gar nicht gesehen. Wir können noch genug essen. Pass auf, Mann. Das ist todesviel. Also fettfrei ist er der aber. Der ist absolut fettfrei. Also da ist kein Millimeter mehr Fett an dem Kollegen dran. Ja. Aber du bist halt flach wie geflogen. Einfach. Aber wir haben auch noch nicht. Ja eben, aber wie sollst du das auch machen mit den scheiß Wolken? Wir haben 58er Blutzucker morgens nochmal nüchtern ein paar Einheiten in die Linie. Oh. Dahinter ist solide. Ja, guck dir das mal an, da ist nicht mal eine kleine Falte drunter. Das ist wirklich absolut perfekt. Die Arme stichen tiefer, links tiefer. Ja. Stichen. Ja. Du hast einen leichten Twist im Oberkörper. Siehst du das? Ja, der rechte Rückenstrecker ist auch ein bisschen ausgeprägter, genau. Aber das ist aber, ich finde, das stimmt. Stört nicht so extrem, nee. Weil wir eh ein bisschen verwrungen stehen. So. Ich glaube nicht, dass das groß anzunehmen. Also die Symmetrie ist da ziemlich gut, finde ich. Nochmal in die Erbstrahlen. So ist besser. Wenn du es kontrollieren kannst, dass du ein bisschen deinen unteren Bauchmuskel anspannst, dass du, weil du knickst hier ein. Wenn du die unten versuchst, ein bisschen unten gegenzuhalten, jetzt sieht es besser aus. Du kannst die Rippen noch ein bisschen mehr annähern, dem Becken. Ja, dass du die untere nicht drin hast. So ist gut. Aber jetzt nochmal rausgehen. Nochmal rein und auf die Beine achten. Ja. Von der Pose dann vielleicht nochmal in die Vakuumziehung zu gucken, wie es ist. Ein. Du bist klasse, lecker wie ein Sieg. Da ist sie richtig. Geh nochmal. Ja. Geh nochmal in den Ausstrahlung ist zum Vorrat, gerade bei denen jetzt. Ja, ja. Ich kann auch gucken wie ein Bauer, aber. Stell die mal, ohne dass du die Erbsen anspannst. Also dass du, dass wenn das nur noch oben ziehst, dass du wirklich rein, oben und ganz weit aufmachen, dass du wirklich Spannung in den Lack kriegst. Dann zieht sich der Bauch vielleicht auch noch ein bisschen weiter rein. So, die Taille schmaler. Viel besser. Stimmt, du hast recht. Wenn du anspannst, ist die Taille hier dicker. Viel besser eine Taille schmaler. Das Problem ist, wenn du anspannst. Den linken Ellbogen mal ein bisschen tiefer. Minimal. Ja. Wenn du anspannst, ziehst du dich hier unten zusammen und dann kontrahierst du auch den Lacken, dann gehst du zusammen. Was du willst, ist, du willst wirklich Bauch rein, ganz groß aufmachen. Weißt du, was auch ordentlich was gemacht hat? Der war in Konfusion, hat sich hier halt die Faszien lösen lassen. Das war extrem gut. Ja. Sehr gut. Wenn wir das Limit geschafft haben, dann kann ich gegessen und dann passt das. Ja, wenn ihr euch jetzt nicht den Magen ruiniert, wird das, ja, das sehr ist, solides. Oh Scheiße, das ist das einzige solides Paket, das ich habe. Ja. Weil wirklich, der Magen muss leer sein. Du hast für Classic hast du sehr gute Beine. Okay. Also, ja, das ist schon mager. Wenn du
Mach nochmal den Doppelbizeps von hinten, aber stell nochmal den Beuger richtig raus. Weil du hast den Vorteil, du hast nicht sehr dicke Adduktoren, aber du hast einen sehr dicken Quad-Sweep. Stell die Beine enger. Der Beuger. Stell die Fokus her. Kriegst du deine Beine noch ein Stückchen mehr zusammen? Ganz kleines bisschen. Ja. Ich finde es besser, wenn das ein Stückchen enger hat, ja. Weil du dann fast aus Judge View, du kriegst dann nur noch einen Finger knapp dazwischen, zwischen die Adduktoren. Ja, das ist das Königsklasse, wenn du die Adduktoren aneinander reiben kannst. Ja. Aber Beine bist du. Obwohl ich finde dadurch, guck mal, er hat halt auch einen riesen Vorteil, er hat halt super schmale Kniegelenke. Mhm. Also so generell. Und du hast gescheite Wade. Ja, das trägt natürlich auch dem zu, ne? Ja, wenn du jetzt von vorne noch ein bisschen Volumen kriegst, deine Brust ist flach, ne? Das heißt, da musst du noch gut was an Essen reinkriegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir haben noch genug zu essen. Die wird auch auf Pump, ich bin auch auf Pump, das Doppelte. Gestern im Training, wir haben angefangen im Pull zu trainieren, da habe ich mich echt flach wie Sau gefühlt, würde ich auch gestern kann echt nicht viel. Ich trinke auch nur Brennnesseltee. Ja. Und ich habe auch nicht viel getrunken. Und dann als wir dann so nach der zweiten Übung drin waren, das ist was ganz anderes, das ist wie Tag und Nacht, das kannst du nicht vergleichen. Du bist abends trocken und bist morgens so drauf, oder? Nee, ich bin eigentlich morgens sehr trocken und flach, aber, ne? Okay. Ja, also er läuft gar nicht zu, wirklich nicht. Ja. Also wir können normal essen, das passt alles. Ja. Okay. Wenn du Farbe drauf machst, nicht zu dunkel. Nee, wir machen höchstens zwei Schichten. Wir machen heute eine Schicht und morgen früh die zweite. Der ist einmal. Der hier. Gefühlt. Nationalität hat er einmal gewechselt. Du hast ja jetzt schon Farbe drauf, ne? Ja. Wie ist der Bauch? Das reicht schon, oder nicht? Ja. Naja, ja, so ein bisschen noch einmal eine leichte Schicht noch bis morgen danach. Du musst ja auch nicht bei der Farbschicht, musst du ja auch nicht jedes Mal alles geben. Du kannst ja auch nur die ein paar Stellen ausbessern. So. Ja, wir haben erst ein Dunkel gemacht, heute Abend kommt eine leichte. Ja. Und morgen früh wird ausgebessert von der Nacht. Ja, machst du Make-up, Chris? Anscheinend morgen früh. Ja, das war besser. Sieht immer besser aus, finde ich. Immer noch auch mit Make-up. So einen fließenden Übergang am Hals, ich werde ihn morgen noch schminken. Ja. Das kann ich nicht. Ja, aber danke für dein Feedback. Ja, klar, natürlich. Zufrieden? Kannst du dir mehr empfehlen eigentlich? Ja. Gibt auch besser als. Ach Quatsch. Die Waage ist durch. Registration hat geklappt. Wie schwer warst du jetzt? 91,8. Ja. War noch 1,2 Kilo Luft, aber hat super geklappt. Ja. Größe hat auch gepasst. Das war auch super von der Veranstaltung her. Wir sind echt schnell durchgekommen. Wir waren zwar auch ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten vorher da. Ja. Aber trotzdem, das war echt schnell. Wir haben sogar noch hier ein Paket gekriegt. Ein Goodiebag. Alles. Also echt cool. Auch super Two-Bros-Events, super organisiert und top. Ja, war ich ja schon jetzt. Ich bin jetzt das dritte Mal auf einem Two-Bros-Event und es ist immer mega. Also wer da einen Pro-Qualifier machen will und da so ein bisschen eine gute Orga sucht, der ist auf jeden Fall richtig. Also der Chef selber ist ja auch die ganze Zeit da und hilft da so ein bisschen mit. Ja, Gewichtslimit hat geklappt, jetzt wird gegessen, ja. Damit dementsprechend auch noch mal ein bisschen Fülle reinkommt. Die Härte haben wir auf jeden Fall erreicht, einige haben auch ganz schön geguckt, als ich ausgezogen habe. Ja. Wird auf jeden Fall ein geiles Paket morgen, wenn wir das jetzt noch voll kriegen, dann bin ich sehr zufrieden. Jetzt zurück ins Apartment,